Ja, also mein Name ist Peter Thomas. Ich spiele Marimba und Vibraphon in der Produktion Stadtporträt von Rolf Kerschek. Und das ist für mich halt eine ganz spannende Sache, weil die Musik von Wolf ja Jazz und Klassik vereint, aber ohne dass es so krampfig wirkt. Also viele Musiker sagen, gut, da ist zwar eine Rhythmusgruppe und Jazzmusiker und klassische Musiker, aber das wirkt ganz homogen, also es fühlt sich alles so richtig an. Und das finde ich sehr spannend. Und es ist natürlich eine Herausforderung. Wolf, ja, wir kennen uns ja schon lange, dadurch, dass ich eben Marimba-Spieler bei König der Löwen bin, seit 12 Jahren. Und Wolf, mein erster Sub, war da, hat sich da auch im Laufe der Jahre so eine Freundschaft entwickelt. Ne? Und mittlerweile ist es eben so, dass Wolf ja sehr gezielt für die Musiker schreibt. Entschuldigung. So. Läuft das? Ja. Wir lassen einfach laufen. Also es ist ja so, dass Wolf sehr gezielt für jeden Musiker kennt und dann auch für ihn schreibt. Also zum Beispiel in der Partitur jetzt, da steht dann gar nicht mehr drin, bei mir jetzt Marimba, sondern steht Peter. Und das ist einerseits sehr hilfreich, wenn man sich in der Riesenpartitur, ah, da ist meine Stimme, kann sich die gleich rauskopieren. Aber es ist halt auch so, dass er genau weiß, ja, was ich kann, kennt genau meine Farben und so. Und das ist dann sehr, sehr spannend. Ich finde es sehr spannend. Und ja, die Musik ist eine absolute Herausforderung, weil sie eben, also jetzt gerade das Projekt ist ja rhythmisch sehr schwer für alle und sind auch eben so Sachen, wo er selber gar nicht mehr wusste, wie er das aufschreibt oder wie er das aufschreiben soll, weil es verschiedene Möglichkeiten gab, weil so viele rhythmische Überlagerungen teilweise da sind, dass das eigentlich für alle unglaublich schwer ist. Es ist fast wie so eine indische Rhythmik. Es ist eigentlich für alle unglaublich schwer, so in diesen Konflikten sich so zu bewegen, aber wenn das alle so machen, wie er diese Vision hat, dann funktioniert das. Und das ist eine unglaubliche Herausforderung als Musiker. Also so, ich habe mich zum Beispiel, bevor ich Wolf kennengelernt habe, mit so einer Art von Rhythmusauffassung noch überhaupt nicht beschäftigt. Und das ist für mich eine unglaubliche Bereicherung, weil ich ja auch als Jazzmusiker mittlerweile im Jazzclub, sagen wir mal, ein Solospiel, das fließt ja alles mit ein, diese ganzen Erfahrungen. Und das ist, also da hoffe ich, dass wir noch viele Projekte mit Wolf realisieren können.